Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich mich dazu entschieden, jetzt doch noch den letzten Charakter zu veröffentlichen. Sage ich mal so, was ist zu veröffentlichen? Ich meine, jeder, der das Spiel hat und kennt und was weiß ich, der sollte mittlerweile wissen, dass es diesen Charakter gibt. Und jeder, der irgendwas von dem Spiel gehört hat, der sollte das mittlerweile auch wissen. Ich sage ja immer, ich möchte nicht spoilern, was in meinen Let's Plays bislang nicht vorgekommen ist. Das heißt, wenn selbst Leute, auch wenn es solche Leute auf diesem Planeten wahrscheinlich nicht gibt, die nur meine Videos gucken, ja. Sollen halt alles wissen und alles sehen und alles herausfinden können. Und in dem Fall habe ich gesagt, bevor ich mich jetzt den ganzen Subraum-Emissär lang zurückhalten muss, um diesen Charakter nicht zu erwähnen, ja, zeigen wir vorher einfach mal kurz, was denn das hier noch für einer ist. Und zwar, um den zu bekommen, muss man mit Fox oder Falco, nachdem man den Subraum-Emissär einmal geschafft hat, den Boss-Modus-Kampf einmal schaffen. Und deswegen habe ich den jetzt einmal mit Falco gemacht. Und da kam er auch schon. Und ja, schauen wir mal, wer das ist. Leute, die Star Fox-Universum kennen, die wissen schon, wer das sein könnte von der Silhouette her. Alle anderen, wie ich zum Beispiel damals, die wissen nicht unbedingt, wer das ist. Und deswegen steht es jetzt gleich unten nochmal. Ich glaube nicht, dass wir den Kampf gewinnen werden, weil ich habe mit Falco jetzt nicht mehr so lange gekämpft. Aber man kann es ja mal probieren. Das ist Wolf, es ist der Widersacher von Fox, quasi der Rivale kann man ja mal nennen. Gleichzeitig böser und ich glaube auch irgendwie Helfer von Andross oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung vom Star Fox-Universum. Wir werden einfach mal versuchen, den ein bisschen aufs Maul zu geben. Vielleicht kriegen wir ihn ja sogar. Sieht aber momentan nicht danach aus, weil der uns gerade ziemlich platt macht. Ich glaube, es ist auch der schwerste Kampf von allen Freischaltungskämpfen. Eigentlich nur noch einmal richtig wegsmashen. Fuck, ey. Er hat doch schon 113%, jetzt erwischt den Falco. Okay. Gut, dass wir noch so ein Ding gekriegt haben. Jetzt erwischt den doch! Ja. Verdammt, leer. Aber geschafft, na also. Und hier kam noch so ein Ding. Also das war wirklich der Feuerwerkskörperkampf und damit kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Meilenstein, nämlich Menü 2, Spiele alle Charaktere frei und wir haben damit jetzt halt wirklich alle Charaktere freigeschaltet. Es gibt noch 35 und der letzte, der uns noch fehlte, war Wolf. Ich habe einige neue Meilensteine gesammelt, deswegen werde ich diese Zeit jetzt einfach mal nutzen, weil wir gerade eh hier sind, um das zu zeigen, auch wenn ich dann den einen oder anderen Gegner eventuell oder den einen oder anderen Gegenstand aus dem Subraum-Emissär spoilern könnte. Wir wissen ja nicht, in welchem Zusammenhang der vorkommt, deswegen zeige ich das einfach mal. Und zwar fangen wir an mit der Trophäenkanone. Die Trophäenkanone ist... Das ist auf jeden Fall der erste, den ich freigeschaltet hatte. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Ich weiß, wie sie aussieht, ich erkenne sie gerade nur nicht. Boah, das dauert immer so ewig, bis ich die gefunden habe. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo die war. Ist auf jeden Fall eine Trophäe. Die Trophäenkanone ist eine Trophäe. Ja, da unten ist sie doch. Die Trophäenkanone meistere Bosskämpfe im Schwierigkeitsgrad schwer. Ich habe es erst in Brutal versucht, aber da kam ich nicht über den fünften oder sechsten Kampf hinweg, weil irgendwann sind dann doch mal die Herzen ausgegangen und so weiter und so fort. Den Boss-Modus-Kampf werde ich auf jeden Fall nach dem Subraum ist ja genauso wie den All-Star-Modus-Kampf nochmal zeigen. Deswegen, ja, wundert euch da nicht, was ich meine mit Herzen, seht ihr dann. Danach habe ich dann die Dämmerpartikel bekommen, weil ich dann erst dachte, wenn man es auf einen hohen Schwierigkeitsgrad schafft, dann schaltet man die ganzen Meilensteine für die niedrigeren Schwierigkeitsgrade gleichzeitig frei, aber das war nicht so. Das heißt, ich musste das Ganze öfter machen, deswegen habe ich dann auf normal gespielt und da hat man die Dämmerpartikel freigeschaltet, die Gerdmeister-Busskämpfe im Schwierigkeitsgrad normal und als letztes kam dann die Subraumbombe, die ist da oben. Und die bekommt man, wenn man Bosskämpfe im Schwierigkeitsgrad leicht schafft. Dann habe ich mich in die Scheiben-Smashs gewagt und da bekam ich den Ray MK2, heißt der? Ray MK2 ist der hier. Der bekommt man, wenn man Scheiben-Smash Level 3 unter 20 Sekunden schafft. Und den Excite Truck, die Excite Truck CD. Oh, hier gibt es jetzt zum Glück nicht viele CDs. MacRider Snake, Inaling, Uta, bla bla bla, Multiman Melee. Underwater Theme, King DDD, Menü 2, Alk Theme, Ending von Metroid, Pokémon Center, Icicle Mountain, Credits,
His World, Princess Peach, Multiplayer, Glue Glue Land. Natürlich war es die letzte CD. Excite Truck. Die bekommt man, wenn man Scheiben-Smash Level 2 unter 19 Sekunden schafft. Und dann habe ich die Smash-Münzen bekommen. Die bekommt man. Nee, doch, das sind die Smash-Münzen. Die bekommt man, wenn man 10 oder mehr Münzkämpfe gemacht hat. Dann habe ich 10 Mal auf Norfair gespielt. Dafür habe ich hier. Nee, das war Frikator Orphian. Wo war das denn? Hatten wir doch eben noch. Ich habe es noch gesehen. Metroid Ending hieß das. Da. Ending Metroid. Kämpfe 10 Mal auf der Stage Norfair. Und dann habe ich 10 Mal mit Toon Link gespielt. Dafür haben wir den letzten, das letzte Meilen, ne, nicht mein Stück, das letzte Meisterstück, was uns noch gefehlt hat, bekommen. Das war Zelda Ocarina of Time. Dann haben wir das Underwater Theme von Super Mario Bros. Das ist. Ich hasse es, hier CDs rauszusuchen. Die sehen alle gleich aus. Da, Underwater Theme von Super Mario Bros. Kämpfe 10 Mal auf der Stage Pilzkönigreich. Dann habe ich die Excite Bike Trophäe bekommen. Das ist die hier, die kriegt man, wenn man alle Meisterstücke sammelt. Supraum Schlachtschiff habe ich gekriegt. Das kriegt man, wenn man mit den Bosskämpfen im Modus mit 10 Charakteren schafft. Dann habe ich Spice bekommen. Wie sieht denn Spice aus? Oh Gott. Jetzt habe ich hier einen Namen, wo ich nicht weiß, wie der aussieht. Ach doch, ich weiß, was das ist. Und das ist dieses Ding hier. Das bekommt man, wenn man mit 20 Charakteren die Bosskämpfe schafft. Dann habe ich die Power Hungry Fool CD bekommen. Power Hungry Fool, Power Hungry Fool, Power Hungry Fool. Da. Kämpfe 10 Mal auf der Stage belagerte Burg. Dann habe ich den roten Metalloid bekommen. Der ist der hier. Den bekommt man, wenn man 5 Gegner in Brutalo Ball besiegt. Und als letztes habe ich Liquid Snake als Sticker bekommen. Den bekommt man, wenn man 10 Gegner in Brutalo Ball besiegt. Ja. Und. War's das? Nee, eins noch. Dr. Eggman habe ich noch gekriegt. Das ist der hier, den bekommt man, wenn man 500 verschiedene Aufkleber sammelt. Außerdem habe ich alle Trophäen aus dem Supraum bisher gefangen. Also man kann da mit Trophäen sockeln, kann man halt die Gegner fangen, wenn man die erst schwächt. Und dann den Final Hit quasi mit dem Item Trophäensockel ja, ausführt. Dann verwandelt sich der Gegner in eine Trophäe. Das muss man mit jedem Gegner einmal machen, auch mit jedem Bossgegner einmal. Und das habe ich offscreen gemacht. Das heißt, darum müssen wir uns in unseren Supraum bisher Durchlauf nicht mehr kümmern. Hören wir uns das mal kurz an. Hört sich sehr nach Super Smash Bros. Melee an. Sogar extrem nach Super Smash Bros. Melee. Das war, glaube ich, die Credits-Musik von Melee, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Credits-Musik von Melee war. Interessant. Und Wolf O'Donnell, Anführer von Team Star Wolf, ist den Kämpfern beigetreten. An deinem Modus wurde freigeschaltet, wähle All-Star im Solo-Modus und du kannst nun alle Kämpfer auswählen. Nun geht der Spaß erst richtig los. Du bildest nun alle Online-Freundes-Icons, wähle einen persönlichen Favoriten und die Missionen 29 bis 40 wurden freigeschaltet. Die Missionen, die machen wir aber erst später. So, jetzt habe ich mit jedem außer mit Fox und Wolf, so sieht er aus, den Superman ist ja geschafft. Ja, den Bosskämpfe-Modus geschafft, die werde ich auch noch offscreen machen, dann kriegen wir dafür auch noch eine Trophäe. Ein Meilenstein natürlich, und wahrscheinlich ist das eine Trophäe. Hier ist der All-Star-Modus jetzt versammelt, wir gehen jetzt aber erstmal in den richtigen Part über, haben schon wieder 9 Minuten vergammelt. Dieses Mal war ja, ich muss mal kurz umblättern, dieses Mal ist Marth dran. Also auf Marth gehen, auf Versuche, auf einen Versuch, Tutorial-Modus, hey, super. Rein geht's und wir machen das gleich mal auf der Mars-Stage. Ne, das ist die Zelda-Stage. Egal. 3, 2, 1. Also, er hat ein Schwert, das heißt, er schlägt auch normal mit seinem Schwert zu zur Seite und A ist dann so, oben und A ist so, unten und A ist so. Geh vom Pokéball weg. Zur Seite und Smash ist so. Oben und Smash ist so, unten und Smash ist so. Mit B kann man so einen Stich aufladen. Mit oben und B kann man sich so hoch in die Lüfte schwingen und unten und B ist so ein Kontern und zur Seite und B ist so ein ganz schnelles Zusammenschlagen. So. Ich habe aus Versehen nur Pokébälle aktiviert.
Also das aus Versehen. Ich hatte das beim letzten Mal mal so gespielt, eine Runde nur mit Pokébällen. Und das habe ich jetzt halt immer noch so eingestellt. Stellen wir aber gleich um. War jetzt ja eh nur der Tutorial-Part. Ich sollte alle Moves gezeigt haben, deswegen, Wario, kannst du dich abhauen. Sehr schön. Das ist das Moveset von Marth, den es so ja auch schon in Super Smash Bros. Brawl gab. So, Itemregeln. Alle ein. Außer den Dragoon. Der kommt mir zu häufig vor. Wir machen auf Mitte viele Items. Und stellen drei Leben ein, noch einen Charakter rein und los geht's. Diesmal allerdings auf Marth Stage. Das ist die hier, die belagerte Burg. 3, 2, 1. Gegen Donkey Kong und König DDD, okay. Dem König von Dreamland, oder zumindest von Kirbys Bereich vom Dreamland, gegen den König des Dschungels. So, den hätten wir schon mal erwischt. Hack mal ab. Vor allem du, Donkey Kong. Du hast schon so viele Prozent, die kann man eigentlich jetzt auch gleich mal von der Stage rammen, wenn es nach mir geht. Ah. Nein! Ah, da läuft ja genau in der Sekunde los, der Vollidiot. Wie Donkey Kong immer noch kein Leben verloren hat. So, König DDD ist erstmal weg. Jetzt können wir uns um ein 1 gegen 1 kümmern. Okay. Komm mal her. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt auch bei dem Kampf hier. Weil es gibt eh nur eine Fire Emblem Stage in diesem Spiel. Das heißt, so viele Stages haben wir nicht. Wir können beim nächsten Mal eh noch mit Ei kämpfen, da wir jetzt am Anfang schon fast 10 Minuten vergammelt haben mit den ganzen Meilensteinen, die ich gesammelt hatte. Damit der Part nicht zu lang wird, gehen wir dann, glaube ich, gleich schon in den Classic-Modus rein. Auch da sieht man ja nach wie vor Kämpfe. Also ist ja eigentlich nicht großer Unterschied. Nein! Meins! Jawohl! Und das war's dann. Okay, dann mal zurück. Und dann mal in den Classic-Modus rein. Klassisch! Marth, wir versuchen es wieder auf sehr schwer. Ich habe jetzt die ganzen Bosskämpfe-Modus bis auf Captain Falcon alles auf leicht gemacht. Weil, na, ging einfach schneller und ich hatte keinen Bock jetzt wirklich hier bei jedem, mit jedem Charakter hier einzeln mich ein bisschen anzustrengen bei den Bossen, sondern einfach nur easy durchzugehen, damit ich halt mit jedem Charakter den Boss-Modus irgendwann mal geschafft habe. Und wie gesagt, die machen weniger Schaden, die Gegner, die schleudern dich wieder zurück, die Gegner. Im Modus leicht. Und das ist eigentlich nur dafür von Vorteil, indem man halt einfach schneller sein möchte. Ich hasse dieses scheiß Steuerrad! Das kann nicht wahr sein, wir haben am wenigsten Schaden, das Steuerrad reinrammt uns hier einmal und schon sind wir direkt tot. Arschloch. Schon wieder ein Leben verloren wegen diesem verkackten Steuerrad, das da jedes Mal rausrammt. Das trifft mich jedes Mal, hat noch nie einen Gegner getroffen. Super, dass wir alle drei stehen, aber nur ich verwirrt bin. Tschüss. So, Riesen-Yoshi. Riesen-Yoshi? Riesen-Yoshi. So, einen kriegt er ab, noch einen kriegt er ab. Hält sich in der Schlucht fest, kriegt noch einen ab. Donkey Kong hat sich umgebracht, Yoshi sich auch. Perfekt. Gegen Pummelhof. Bereit? Los! Tag hier, Pummel. Pummelhof kann ein ziemlich starker Gegner sein, sage ich mal.
Ich habe auch im Subraum, im Bosskampfmodus herausgefunden, dass Pummeluff durchaus nicht die Schwächste ist. Also die kann schon schön Schaden austeilen. Im Gegensatz zu Millie wurde es auf jeden Fall ordentlich verstärkt. Aber egal, der Super-Move, also die Super-Attacke, kann halt irgendwie überhaupt nichts. Das ist, glaube ich, die Schwächste im Spiel. Wenn man Donkey Kong mal außen vor lässt, weil Donkey Kong macht ja immerhin sogar noch Schaden. Du sollst nicht springen, du sollst das Ding nach oben lenken. Ja, also. Geht doch. Gegen Ness und Ness und Lukas. Ich erahne schon, auf welcher Stage sich das Ganze hier wieder abspielen wird. Ja, ja. Ich hasse diese Stage. Und die kommt jedes Mal im verkackten Classic-Modus vor. Jedes Mal. Ja, ihr kennt mich alle mal. Ich sag, ihr kennt mich alle mal. Ja, wir retten uns beide gleichzeitig. Kannst du jetzt auch mal sterben, Ness? Ich habe dich gerade mit bei 131% mit der Smash-Attacke getroffen. Und du rettest dich einfach mal so eben. Nein, nein! Assi. Dafür kriegst du aber noch ein paar drauf. Das kann nicht wahr sein! Ich hab dir doch voll erwischt, oder nicht? Ja, ich hasse diese Stage. Die schlimmste Stage in ganz Super Smash Bros. In allen drei Spielen zusammengefasst. Ei, kannst du mir mal helfen? Die sind gleich alle gleich tot. So. Erster weg. Die müssen wir nur noch einmal mit der Smash-Attack erwischen. Also komm schon. Und weg. Wieder ein Leben verloren. Weil es eine scheiß Stage ist. Ja, Scheiben Smash Level 4, super. Jetzt trifft die Scheibe. Halt doch an! Was hast du denn? Mann! Ja. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Na also. Und dann noch hier runter. Und dann noch hier runter. Und dann warten. Das kaputt machen. Das kaputt machen. Und dann das kaputt machen. Und dann hier erstmal daneben springen. Und dann doch alles richtig machen. So. Und dann zur letzten. Okay, und nächster Teamkönig DDD. Auch wenn er im Deutschen eigentlich König Nickerchen übersetzt heißt. Das haben die Leute von Super Smash Bros., also die Erfinder von Kirby, haben das wohl nicht gewusst. Ihr eigener Charakter auf Deutsch heißt. Da sieht man wieder die Qualität von deutschen Übersetzungsstudios. Hallo! Willst du dir auch mal treffen und nicht immer das Schwert genau vor ihn ablegen? So, Sirius und Samus. Bereit? Los! Komm mal her. Ja, stimmt, du bist nicht mitteilen. Das heißt, Selbstmord ist jetzt gerade nicht drin, oder? Nee. Leider nicht. Ja, doch. Selbstmord doch drin. Nein, hat sich gerade noch gerettet durch die Lava. Die Lava hat sie gerettet.
Und dann hat die Bombe, die ich geworfen habe, sie gekillt. Sehr praktisch. Middle Wolf. Da kommt der letzte Charakter auch gleich mal ins Spiel. Auch wenn er Metallant ist, man deswegen nicht ganz so viel von ihm sieht. Hätte es ja trotzdem so ein bisschen selbstmordgefährdet wie alle anderen Metallcharaktere, würde mich freuen. Zeig mal kurz. Ja. War jetzt nicht ganz Selbstmord, aber war auch nicht wirklich die Aktion da, sich retten zu wollen. Oh, Riesen-Bowser. Auch da versuchen, es von der Stage zu werfen, bevor es landen kann. Aber das wird nichts. Wir haben verloren. Scheiße! Riesen auf kleinen Stages sind einfach sowas von overpowered. Ja, wir wissen, dass das Riesen Bowser ist. Bereit? Los! Leck mich doch! Ich sagte, du solltest mich lecken. Fall doch runter! Wenn wir landen, ist es eh aus. Wir landen! Nein! Oh, er ist fast auf Normalgröße geschrumpft. Ich dachte, er kommt näher ran und dann kann ich Doppelkill machen, also uns und ihn töten, aber nein. So war es nicht, aber wir konnten ihn trotzdem raushauen. Egal, Team Ice Climbers. Bereit? Los! Weit so gut. So weit so gut, so weit so gut. So weit so gut. So weit so gut. Und jetzt der letzte noch. Das überlebt er, natürlich. Jetzt aber nicht. Tschüss. Okay, Sonic. Bereit? Na Kumpel, willst du nicht rausrennen? Ne, du willst uns rausschleudern, wie es aussieht. Nein! Da kommt diese scheiß Kiste angerollt, natürlich. Oh. Ja, ist gut, scheiß Kiste. Wegen der Kackkiste, die hier durch Zufall gerade gespawnt ist und perfekt reingerollt ist, sind wir gestorben. Ja, geht doch. So, wir haben immer noch ein Leben, das heißt, der Kampf gegen das Vorfinale, gegen das Semifinale, kann man eigentlich schon abschreiben. Denn ich glaube nicht, dass ich das ohne Lebensverlust schaffen werde. Die drei Typen da hinten ist mir jetzt aber auch egal. So. Und so. Und so. Nein! Okay, und jetzt kurz hier hoch und kurz da hoch. Perfekt. So, Level 5. Um Scheiben ist mir schon wieder gepackt. Jetzt sind wir in Stage 11. Das ist kurz vorm Finale. Bereit? Ja, natürlich explodiert das Ding dann, ne? Weißt du, das ist, wie groß ist die Chance, dass das Ding explodiert? 1 zu 20 oder so, aber natürlich genau in der Sekunde, der erst auf uns wirft, ist das natürlich ein Explosionsding.
Ja, war eben war irgendwie besser. Da haben wir am wenigsten Schaden gefressen. Diesmal haben wir mit Abstand am meisten Schaden gefressen. Und sind gleich mal gestorben. Hey, Captain Falcon hatte 6% in der Sekunde, in der wir gestorben sind. Das war natürlich ein sehr effektives erstes Leben. Klebebombe. Ich schieß die Klebebombe ab. Mein Pokéball. Oh, Schluppuck. Super. Super! Und das nächste Leben weg, Alter. Wenn wir jetzt noch verlieren, ne? Guck mal, wie viel Schaden die verdammten Vollidioten hier alle haben. Jetzt geht drauf! Weh, du kriegst jetzt die Superattacke, ne? Okay, dann haben wir's. Und dann mit einem Leben zum Masterhand, das heißt, das nächste Leben werden wir wahrscheinlich auch noch verlieren. Oder das nächste Continue auslösen. Also los hier. Ja, ja, ja. Meisterhand kennen wir alle. Auf geht's! Ja, gleich in die Schlucht springen ist natürlich eine super Anfang! Das kann nicht wahr sein. Springe ich zweimal hintereinander in die Schlucht? Einmal konnte ich mich gerade noch so retten, das andere Mal steuere ich unter die Plattform, dann ist es eh aus. Oh Mann, ey. Ja, der Kampf musste doch geladen sein. Du hast doch jetzt nur kurz einen Fortsetzungsscreen gezeigt. Alles andere kannst du doch einfach im Hintergrund geladen lassen. Weiter geht's. So, Hälfte an Leben ist weg. Und das Viech ist auch gleich down. Sehr schön. Und tschüss. Jetzt haben wir natürlich wieder ohne Lebensverlust geschafft. Das ist ja immer so. Wenn wir drei Leben haben, dann verlieren wir kein Leben. Wenn wir nur ein Leben haben, dann verlieren wir das immer. Ja, ja, ja. So sieht die Map-Trophäe aus. Dann gehen wir jetzt in die Credits und können uns dazu noch die Musik von Fire Emblem anhören. Auch wenn ich die überhaupt nicht kennen werde, weil ich Fire Emblem nie gespielt habe. Was ich noch sagen soll, das habe ich ganz vergessen, wie man Wolf freischaltet. Und zwar, eine Option habe ich ja schon gesagt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, nachdem man den Subraum bisher abgeschlossen hat, muss man entweder mit Fox oder mit Falco den Bosskampfmodus schaffen. Und dann kann man halt hier den jetzt herausfordern, Wolf, und bekommt ihn dann. Eine andere Methode wäre, 450 Brawlkämpfer abzustatten, also quasi der letzte Charakter, den man mit Brawlkämpfen freischaltet. Nachdem man mehr als 450 oder 450 Brawlkämpfe gemacht hat, hat man halt die Chance, gegen Wolf kämpfen zu können. Und die letzte Methode ist halt, die versteckte Tür im Subraum Emissär zu finden, und zwar in den Level Ruinen. Auch dieses werden wir später im Subraum Emissär Let's Play natürlich einmal zeigen. So, hier alles abballern. Schnappe die alle mal. Bringt alles Münzen, deswegen... Schieß, schieß, schieß. So.
Das war der erste der beiden Fire Emblem Charaktere dieses Spiels. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann Ike an. Glückwunsch! Danke. Ja, dann sage ich an dieser Stelle einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, fehlen nur noch 5 Charaktere. Ike, Ness, Lucas, Mr. Game & Watch und Snake. Und dann kommt der Supermissär. Dann danach die letzten 3 Charaktere. Also Wolf, Toon Link und Pummeluff.